Zuerst brauche ich mal Ihren Namen. Sie heißen? Hertha Simon. Und das ist Ihre Wohnung? Genau. Agnes Fahlberg, Luise Wilschelf. Lisa Klemm, Ulderstraße 21. Augenblick, so schnell komme ich nicht mit. 21. Und Sie? Das ist meine Nichte, das ist die Kerstin Blume. Und die kümmert sich immer so lieb, wenn wir Romme spielen. Heute ist nämlich unser Romme-Tag. Wir spielen nämlich Romme. Doch, der Herr Hauptkommissar gar nicht zu wissen. Warum nicht? Oft sind es ja die kleinen Dinge, die die Polizei auf den richtigen Weg bringen. Schließen bloß keine voreiligen Schlüsse. Was haben Sie gesagt? Hat hier jemand was gesagt? Nein, keiner. Gut. Dann erzählen Sie doch mal, was Ihnen aufgefallen ist. Uns sind die vielen Polizeiautos aufgefallen. Es ist ja wie in einem richtigen Krimi. Und die Straße haben sie abgesperrt. Sehr schön. Das habe ich aber nicht gemeint. Na, fangen wir anders an. Wie lange befinden Sie sich schon in dieser Wohnung? Seit 30 Jahren. Nein, ich wollte wissen, wie lange Sie heute hier schon zusammen sind. Ach so, die Frau Klemm und die Frau Fahlberg, die kamen wie immer, also so gegen 14.30 Uhr. Und wann haben Sie gemerkt, dass etwas passiert ist? Das hat uns erst die Kerstin erzählt. Wir waren beim Kaffee kochen und wollten gerade Karte spielen. Heute ist nämlich unser Rommetag. Sie haben nicht aus dem Fenster geguckt? Nein. Meine ja bloß. Ist doch ganz interessant, so ein Überfall. Da fragt man sich doch wohl, wo so jemand für immer untertaucht mit einer so verhältnismäßig geringen Summe. Naja, immerhin 21.500 Euro. Woher wissen Sie denn, wie viel es war? Das habe ich Sie doch eben gesagt. Nein. Ich habe es mit keinem Wort erwähnt. Die Kerstin hat uns das vorhin erzählt. Nein. Ich habe mir einfach eine Summe ausgedacht und daher gesagt. Und jetzt sagen Sie doch mal, was ist denn eigentlich vorgefallen? Eines darf ich Ihnen nicht sagen. Aber wir suchen nach zwei Männern. Einer hatte einen dunklen Anzug an. Hertha, die musst du doch gesehen haben. Du warst doch in der Bank. Ach, sieh mal an. Ich denke, Sie waren die ganze Zeit in Ihrer Wohnung. Ach, das muss ich wohl vergessen haben zu erzählen. Ja, also ich wollte meinen Kontostand wissen und dann, ja, jetzt erinnere ich mich, ich glaube fast, da waren zwei Männer und dann ist es mir schlecht worden. Und dann weiß ich nur noch, wie mich ein netter Polizeibeamter nach Hause gebracht hat.